Glückskötti, grüß dich. Eins. Grüß dich, Herr Adon. Ich finde es eigentlich unglaublich toll, dass ich sehe, wie die Solidarität schon vor vielen, vielen Jahren da war und die Leute der Sammelzentrale von der Glückskötti angerufen haben. Glückskötti, grüß dich. Vieles ist gleich, eben die Sammelzentrale. Gewisse Sachen haben sich ein bisschen geändert. Also die Leute haben heute Kopfhörer an und dann die Adresse direkt in den Computer eintippen, nicht mehr direkt den Einzahlungsschein ausfüllen. Und was heute auch ganz gross ist, ist Twinte. Das hätte man sich wahrscheinlich zu dieser Zeit noch nicht vorstellen können. Und wieder einmal sind die Studioräume zum Warenhaus geworden, wo sich die Gaben für ein Riesenlotto der Glückskette anhäufen. Ganze Schlafzimmereinrichtungen sind eingetroffen. Die Uhrenindustrie hat ihr Bestes und Schönstes geschenkt. Es gibt immer wieder ganz spezielle Aktivitäten für die Glückskette, wie das Lotto auch eine spezielle Aktivität war. Ein grosses Unternehmen holt für die Glückskette einen ganzen Goldbarren aus dem Kassenschrank. Ein Automontagewerk stellt einen nagelneuen Fünfplätzer bereit. Eine landwirtschaftliche Genossenschaft gibt Luise eine ihrer schönsten Kühe her. Das ganz große Los ist eine Villa. Kein Wunder, dass bei solchen Preisen die Lose auch beim schlechtesten Wetter glänzend weggehen. Ich denke, was sich am meisten verändert hat, ist, dass es am Anfang vor allem Sachspenden gegeben hat. Das heisst, die Leute haben Päckchen geschickt und die Lagerhallen von RTS und SRF sind komplett überfüllt gewesen. Das ist momentan nicht mehr der Fall. Also momentan geht es vor allem um Geldspenden. Die Arbeit geht den Mitarbeitern der Glückskette auch heute nicht aus. Immer noch verlangen Leute Einzahlungsscheine. Die grosse Hilfsbereitschaft beeindruckt das Glückskette-Team. Nachdem der Tsunami passiert ist, ist die Sammlung gestartet. Es sind schlussendlich 227 Millionen Franken zusammengekommen. Das ist ein unglaublicher Beitrag. Den hat es nachher nie mehr gegeben. Ich habe jetzt das Gefühl, den wird es noch mal geben. Die Telefone in den verschiedenen Callcenters sind zwar heute nicht mehr in Betrieb, es melden sich aber immer noch viele über die Büronummer. Jawohl, werdet ihr einen Einzahlungsschein von uns noch? Die Leute rufen an, sie möchten immer noch spenden. Oder jetzt kommen auch noch Fragen, sie möchten irgendwo in einen Einsatz gehen. Auch in der Schweiz war die Schweizer Bevölkerung sehr grosszügig. Bei Bondo, bei Gondo und so weiter. Aber ich denke, die wichtigen Momente bei der Glückskette sind nicht die grossen Geldbeträge. Es sind auch die kleinen Spenden, die von Leuten gemacht werden, die zum Teil 50 Franken von ihrer Rente spenden oder Kinder, die ihr Sackgeld spenden. Wenn man in der Sammelzentrale sitzt und solche Spenden hört, dann ist das unglaublich berührend. Viele Menschen, auch in der Schweiz, hat die Corona-Pandemie in existenzielle Nöte gestürzt. Für sie hat die Glückskette vor einem Jahr gesammelt und inzwischen 40 Millionen Franken verteilt. Geld, das offenbar da angekommen ist, wo es auch wirklich vonnöten war. Ich denke, Glückskette hat immer noch eine sehr grosse Relevanz. Sobald etwas passiert auf dieser Welt und Glückskette eine Sammlung macht, weiss man eigentlich, dass es wirklich ernst ist, also dass es eine Krise ist. Man kann die Glückskette oft als den Schweizer Solidaritätsreflex bezeichnen. Und ich glaube, es ist unglaublich wichtig, jetzt momentan mit der Solidarität, die eher am Abnehmen ist, dass man eben genauso Aktivitäten macht und zeigt, dass unsere Mitmenschen Hilfe brauchen und Unterstützung und dass die Leute, denen es gut geht, auch so einen Gästen machen können.